Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock. Der amtierende Tabellenerste der zweiten Bundesliga ist heute zu Gast beim SV Waldhof Mannheim für die zweite Runde des DFB-Pokals. Und Martinovic von Waldhof ist Top-Torschütze mit 3 Toren. Das heißt, wir müssen uns auf einiges gefasst machen. Zuerst werden aber die Trikots angepasst. Bitte. Boah, das wird nicht besser. Das wird nicht besser, aber ich glaube, das lässt sich vielleicht noch irgendwie... Ja, doch. So. Wir werden ein bisschen anders auflaufen heute, denn... Ja, wir müssen ein bisschen Kräfte sparen. Für unseren Kracher in der nächsten Partie. Gegen... Also in der nächsten Zweitligapartie gegen Greuther Fürth, den aktuellen Tabellenzweiten. Da wird es dann in einem 6-Punkte-Spiel um eben die wichtigen Punkte gehen, wenn es um die Tabellenführung geht. Und damit verbunden natürlich dann auch die Zweitligameisterschaft, die mir persönlich jetzt nicht so wichtig ist. Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass ich so lang wie möglich oben drin stehe. Wenn man am Ende den Titel in die Höhe strecken darf, okay, cool, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt diese Trophäe. Mir reicht der Aufstieg in die erste Bundesliga. Und ja, Martinovic hat 3-mal getroffen im letzten Spiel. Hätten wir vielleicht nochmal gucken können oder gucken sollen, gegen wen sie gespielt haben. Aber es kann eigentlich nur ein Dritt- oder Zweitligist gewesen sein. Von daher machen wir uns jetzt mal gar keine Gedanken. Starten rein ins verregnete Mannheim. Und bekommen hoffentlich den Anstoß. Nein. Die Gastgeber starten mit Martinovic und Lebo. Ich bin sehr gespannt, auf was wir uns einstellen dürfen. Ja, erster Ball nach außen funktioniert schon mal nicht. Aber wir kombinieren uns gut raus. Und das ist ein guter Ball für Hogewerf. Der hat das Tempo, um da noch die Kugel zu erreichen und holt sogar noch den Einwurf raus. Perfekt. Das war jetzt nicht so gut. Donko. Oh, der hat Tempo. Und dann ist es sehr gut verteidigt. Und Yassin. Vertretung heute für Kevin Schumacher und der macht das 1:0. Kommt selten zum Einsatz, aber wenn, dann ist er eben zur Stelle. Aber da passte bei Waldhof gerade irgendwie alles nicht so, ne? Die Grätsche trifft nicht so richtig und der Keeper hat mit einem komplett anderen Schuss gerechnet. Umso besser, wir sind in Führung. Und es ist das erste Tor, natürlich, für Elias Yassin. Stark von Lavia. Also der kommt immer besser rein. Im Gegensatz zu Dvomo. Der die Kraft im Fuß noch nicht so kontrollieren kann. Ja, wie man sieht. Der eine war zu lang, der war zu kurz. Und Martinovic. Gut abgebrochen hier von Boma. Und Lorten. Pass Kotzi. Chipball für Hogewerf.
Und dann ist es für Xavi Simon gar kein Problem, den Ball locker anzunehmen und im Tor unterzubringen. Ja, und Hogewerf, ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Größe liegt, dass er es ein bisschen besser einschätzen kann, aber er spielt die Flanke auch schön niedrig, dass Simon eben mit dem Fuß den Ball noch annehmen kann. Und nach 16 Minuten steht es dann 2:0 für die Gäste. Ich denke mal, wenn Martinovic nicht noch richtig krass aufdreht, sollte es das schon fast gewesen sein. Auch wenn es halt noch früh im Spiel ist, aber bisher von den Spielanteilen ist es dann doch schon ein Klassenunterschied. Ja, vielleicht werde ich aber auch noch Lügen gestraft. Denn Waldhof macht jetzt Druck. Lauten. Oh Gott. Da steht Boma im Weg, kann es aber noch klären. Alles gut. Und jetzt Lauten. Martinovic. Donkor. Und es gibt Elfmeter. Luca unbehauen. Zu ungestüm. Ja, völlig zu Recht kann man da pfeifen. Und natürlich tritt Martinovic an. Und haut das Ding an den Pfosten. Der Lupfer an den Pfosten. Unbehauen in der falschen Ecke, da haben wir noch Glück. Donkor. So, Simon klärt. Und Martens schickt Hugewerf. Da haben wir eine ganze Menge Platz jetzt wieder. Hugewerf. Schade. Libo. Sagiri. Martinovic. Und Simon. Ja, mit einem Ball für Martens. Leider kommt er nicht mehr dran. Libo. Lautaro Spatz. Sehr gut geklärt. So, und jetzt muss mal wieder irgendwie eine gute Aktion nach vorne kommen. Xavi Simon einfach mal aus der Distanz. Und auf dem nassen Untergrund rutscht er da ein bisschen ab. Ja, nicht viel los bei Martinovic. Der Elfmeter hätte die Möglichkeit sein können, seiner Mannschaft nochmal die den nötigen Auftrieb zu geben. Und Yassin, guter Ballgewinn. Sehr guter Ballgewinn und dann macht er das, als würde er den ganzen Tag nichts anderes tun. 3:0, 43. Minute.
Hätte nochmal ablegen können, aber macht es ganz souverän. Links am Keeper vorbei. Und wir bauen unsere Führung aus auf 3:0. Und Martens mit dem nächsten Ballgewinn. Doppelpass mit Dwomo. Jetzt kommt die Offensivphase. Ja, und Martens und Dwomo vergeigen es beide. Schade. Aber wir kriegen nochmal eine Chance. Nein. Denn die wird noch im Angriff abgepfiffen. Oder in der Entstehung abgepfiffen. Kann man machen. Hätte ich schön gefunden, wenn es nicht so passiert wäre, aber egal. Yassin auf jeden Fall der Mann des Spiels bis hierhin. 2 Schüsse, 2 Tore. Und wir steigen ein mit der Vorlage von Hugewerf für Xavi Simon. Ist okay. Ist okay. Ist auch viel passiert. So, wir haben ein paar Parallelspiele. Schalke führt 0:0, Bremen, Dynamo Dresden 1:1, Leverkusen, Nürnberg 2:0, Braunschweig, Hertha 0:1 und Hannover gegen Leipzig 1:1. So, und wir schauen uns mal an, was wir wechseln könnten. Wir könnten Cissé bringen für Hugewerf und wir könnten bringen Klatte für Unbehauen. Das hätte ich vielleicht von Anfang an schon machen sollen. Wirkt jetzt natürlich sehr arrogant, muss man ja schon mal sagen. Hoher Ball von Cissé auf Yassin, gelingt leider nicht. Und der Angriff rollt für Waldhof. Lebo. Sagiri. Kostli. Und dann muss Klatte sofort ran. Ja, gibt den Eckball und Pascotzi sieht gelb. Für folgende Aktion. Okay. So, Dwomo. Ich wollte gerade sagen, jetzt mal ein bisschen Zeit, um erstmal in die zweite Hälfte reinzukommen, aber Waldhof lässt uns nicht. Die haben bestimmt nochmal eine richtig gute Ansage vom Trainer gekriegt. Donkor. Pascotzi muss aufpassen. Lebo. Martinovic und der macht das 1:3. 55. Minute. Martinovic, der ja scheinbar einzige Torschütze im Wettbewerb aktuell für den SV Waldhof. Das war... Ja. Oh, sehr gut, Martens. Für Dwomo. Und der aus der Distanz mal. Und dann ist es... Havriluk. Lavia. Aus der Distanz. Gar kein so schlechter Versuch. Und Waldhof wird wechseln. Martinovic geht runter und Bojamba kommt. Das ist jetzt so eine Auswechslung, die ich nicht so hundertprozentig verstehe. Lebo.
Danko. Okay, wir blocken gerade sehr viel ab. Genauso wie diese Flanke. Lebo. So, Lautaro wehrt die Flanke ab. Es gibt den Eckball. Martens köpft den raus. Alles klar. Und Kostli lässt sich überhaupt nicht aufhalten. Boyamba. Neu eingewechselt und Klatte mit einer, ja, Parade würde ich jetzt nicht sagen. Er steht halt gut und richtig. Und jetzt rollt der Konter. Über Momo Cissé. Pierre Dwomo. Und der muss es im Nachsetzen machen, aber er zielt das 4:1. Aus spitzem Winkel, aber durchaus machbar. Ja, dann steht es 4:1 und der Trainer bespricht sich schon mit Dane Scarlett, der wahrscheinlich so für die letzten 10 Minuten kommen wird. Einen Wechsel haben wir noch offen. Für Yasin. Und der Ball kommt dann doch noch irgendwie in den 16er rein, aber der Keeper vor Simon noch am Ball. Boyamba. Boyamba noch am Ball. Und Cissé, gute Arbeit, auch nach hinten. Doppelpass mit Xavi Simon, da ist er durch. Bringt nochmal die Flanke und Martens mit dem 5:1. So, und bevor wir uns das Ganze nochmal anschauen, würde ich jetzt wechseln. Und zwar würde ich für die letzten Minuten gerne Pascozzi noch unternehmen. Für ihn kommt Scarlett und jetzt geht's los. Scarlett geht nach vorne und Martens geht dafür auf den rechten Flügel, Cissé nach hinten auf den Rechtsverteidigerposten. Ist nicht seine Standard oder seine, also ist definitiv nicht seine Lieblingsposition, sagen wir es so. Aber ist besser, als wenn Pascozzi uns für die nächste Runde fehlt. Beziehungsweise, naja, wir kennen den Pokal. Wir kennen die Regeln in FIFA. Manchmal fehlt man dann ja auch einfach im nächsten Spiel, obwohl es eben ein Ligaspiel wäre. Und wir brauchen Pascozzi definitiv im nächsten Ligaspiel, denn da geht's gegen Fürth. Und daher ist hier heute nochmal Warmschießen angesagt. Und Theo Gunnar Martens trifft. Währenddessen Pascozzi eben runtergeht für Dane Scarlett. So, Simon mit dem Ball für Martens und der kriegt den sogar. Wird das hier noch ein Flügelstürmer für uns? Schade. Ich glaube nicht. Sagiri. Das ist Lautaro Spatz, der da auf ihn aufpasst. Und Kostli bringt die Flanke. Donko mit dem 2:5. Da schlagen sie doch nochmal zu.
Und wie sie da nochmal zuschlagen. Schön direkt nach vorne die Flanke. Kräftig reingeschlagen und Donker gegen Martens und gegen Cissé. Klatte, ja. Hat es da schwer, an den Ball ranzukommen. Und dann steht es eben 2-5. Wird trotzdem nichts mehr daran ändern, dass Waldhof aus dem Wettbewerb ausscheiden wird. So, Cissé, Ball abgefangen. Und jetzt Martens. Simon. Wagner. Boyamba. Und wieder Cissé. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall bestimmt noch so ein paar Nachrichten von Spielern kriegen, die dann meinen, oh ja, wenn sie mich auf der Position brauchen, nehme ich es gerne an. Aber, naja, die werden wir einfach abwimmeln. Das Spiel ist jetzt auf jeden Fall abgepfiffen. 5-2 Sieg. Ehrlich muss man natürlich sein und sagen, die zwei Gegentore waren echt unnötig. Es hätte aber noch ein drittes geben können durch den Elfmeter, den Martinovic für uns zum Glück vergeben hat. Und jetzt schauen wir mal. Fürth ist raus. Nürnberg wird richtig abgewatscht von Leverkusen. Und ich glaube, ein Spiel ging jetzt in die Verlängerung. So. Geänderter Spieltermin. Okay. Müssen wir gleich mal schauen. Und Littger scheint Fortschritte zu machen bei seinem neuen Verein. So, Ziele sind gefährdet. Stärken unserer Marke. Oh, erreiche 7 Spiele ohne... Habe ich das vorgelesen beim ersten? Beim ersten Mal reingucken? So, das Spiel gegen Darmstadt ist vorverlegt worden. Okay. Und wir kriegen nochmal 274.000 Euro. Schauen jetzt auch nochmal rein, wie es aussieht im DFB-Pokal, was die nächste Runde für uns bereithält. Oh, Frankfurt. Eintracht Frankfurt empfängt Hansa Rostock in der nächsten Runde. Dann haben wir noch Holstein Kiel gegen Union Berlin, Bayern München gegen Stuttgart, Leipzig gegen Schalke, Dortmund Hertha, Wolfsburg gegen Leverkusen, Freiburg gegen Mainz und Hamburg gegen Werder Bremen. Mal ganz kurz gucken, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Schalke gegen Fürth 1-0, Bremen, Dynamo Dresden 4-2, Leverkusen, Nürnberg 5-1. Braunschweig, Hertha 0-2, Hannover, Leipzig 1-2. Köln, Frankfurt 3-4, okay. Holstein, Kiel gegen Türkgücü 3-2. Bielefeld, Bayern 1-2. Stuttgart gewinnt im Elfmeterschießen erst gegen St. Pauli mit 4-3. Düsseldorf, Dortmund 1-4. Mainz setzt sich 4-3 im Elfmeterschießen gegen Ingolstadt durch. Saarbrücken, Hamburg 0-2, Augsburg, Union 1-2, genauso wie Hoffenheim gegen Freiburg ebenfalls 1-2, Gladbach, Wolfsburg 1-3. Alles klar. Und wir müssen uns also anfreunden mit dem Gedanken, dass es gegen Eintracht Frankfurt geht. Das kann ich hier gar nicht einsehen, ne? Das ist so ätzend. So, lasst uns doch wenigstens die deutschen Ligen angucken. Wenn wir eh schon, ne? Also theoretisch brauchen wir die erste und dritte Liga ja auch noch. Und ich bin jetzt schon irritiert. Okay, Frankfurt, unser nächster DFB-Pokalgegner, steht auf der 8. Alles klar. Leipzig ist vorne, dahinter Dortmund. Und ich sehe auf den ersten 8 Plätzen keinen FC Bayern. Die kommen erst auf 9. Keine gute Saison für die Bayern. Gar keine gute Saison für die Bayern. Alles klar. Apropos Bayern, da sind wir im nächsten Spiel. Denn Fürth empfängt uns dann beim Duell Zweiter gegen Erster.
Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Das wird ein richtiger Kracher, glaube ich. Ich freue mich drauf und bedanke mich jetzt dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.